Ich bin ja fast versucht zu sagen, im Vergleich zu Ihnen war Strache ja ein Ehrenmann. Der hat ja wenigstens noch gewusst, was zu tun ist, als er mit Vorwürfen konfrontiert gewesen ist. Im Namen der österreichischen Volkspartei, Herr Nationalratspräsident, im Namen der Freiheitlichen Partei spreche ich Ihnen von der Volkspartei, als Präsident der Volkspartei, die offenbar nicht bereit ist, Sie hier von diesem Sitz auch abzuberufen, ganz offiziell das Misstrauen aus. Ich tue das ganz bewusst hier an dieser Stelle, weil es keine andere Möglichkeit gibt, das zu tun. Sie sind nicht unser Präsident. Und ich kann nur an alle anderen Fraktionen hier in diesem Haus appellieren, es uns auch gleich zu tun. Es braucht einen Cordon sanitaire gegen einen Präsidenten, der offenbar nicht nur die eigene Partei, sondern auch dieses Hohe Haus und mit dem Hohen Haus auch die Republik in Geiselhaft genommen hat. Das ist ja das Gesamtergebnis dieser ungustiösen Konstellation.